Mein Name ist Daniel Antolovic, ich wohne in Kientau, ich bin 20 und spiele schon 4 Jahre bei den Tigers. Ich habe 2017 auf Football spielen, weil mir ein Kollege gesagt hat, hey, ich soll doch mal ausprobieren. Und ja, das hat mir eigentlich von Anfang an einfach gefallen. Also ich habe bei der U16 angefangen, als Tight End. Dort konnte ich ein paar Spielzeuge spielen und habe mich schon von Anfang an verletzt. Ich habe bei den Tigers sehr gute Erfahrungen sammeln. Außerdem konnte ich auch meine besten Kollegen kennenlernen hier bei den Tigers. That I made? Oh, I was gonna say, just watching Bay throw the ball playing O-Line. Als Offensive Lineman würde ich sagen, mein Lieblingsplay ist, wenn ich weiss, er hat meinen Job gemacht. Und nicht nur ich, sondern die ganze Line. Und ich denke jetzt an einen Spielzug gegen Kalanda Broncos, wo unser QB der Bay Harvey eine riesige Bombe geworfen hat auf Simon Porcelli. Und das ist immer schön zu sehen, wie der Ball über die O-Line fliegt. Und dann weißt du, du hast einen guten Job gemacht. Ich würde sagen, es ist genauso einfacher für einen Schweizer nach Amerika zu gehen. Es hat eigentlich alles angefangen nach der 2018-Saison bei der U19. Hatte ich ein Gespräch mit meinem Coach Chief gehabt. Und er hat mir gesagt, er hat das Gefühl, dass ich in einer D1-Schule gehöre. Und in der späteren Zeit hat er dann PPI kontaktiert. Das ist eine internationale Organisation, die vor allem europäische Spieler helfen zu rekrutieren. Und wie es bei mir dann ist gelaufen, wir hatten hier ein Camp gehabt und dort bin ich durch gewisse Coaches anerkannt worden. Und ihnen hat mein Game-Style recht gefallen, vor allem meine Größe. Ich habe verschiedene Offers bekommen. Die erste Offer, die ich bekommen habe, ist von einer D1-Schule in Carolina. Das ist Coastal Carolina. Anschließend habe ich eine D2-Offer bekommen. Und zu guter Letzt ist dann die UConn-Offer gekommen. Die ganze Kommunikation war effektiv online, spezifisch via Twitter vor allem. Ich habe mich schließlich für UConn entschieden, weil das für mich die beste Variante war. Vor allem, weil sie mir das Angebot haben für 2021 gegeben. Mir haben die Coaches recht gefallen, die Mannschaft an sich. Das Level hat mir recht gefallen, es ist eine D1-Schule. Und auch das Studium, weil es einfach auch von der Schweiz anerkannt ist, ist mir auch recht wichtig gewesen, falls ich irgendwie zurückkomme und weiter studieren will. Wäre das so eine Möglichkeit für mich. Warum habe ich das bekommen? Das ist eine gute Frage. Das ist korrekt, ich habe ein volles Scholarship bekommen. Das heisst, die Schule unterstützt mich finanziell zu 100% unterstützen. Das heisst, sie zahlen die Schule, sie zahlen das Equipment, sie zahlen die Versicherung, den Lebensunterhalt. Wirklich alles, was man daran denken kann. UConn spielt in einer sogenannten Independent League. Und das heisst, sie spielen gegen ganz verschiedene Universitäten und das variiert von Yale University bis zu Clemson. Ich werde jetzt 4 Jahre in Amerika sein und ehrlich gesagt, ich weiß wirklich nicht, was nach diesen 4 Jahren passiert. Darum ist es einfach für mich wichtig, dass ich im Moment, auch wenn ich dort bin, mein Bestes gebe und auf meine Schule, auf die Schule auch konzentriere und halt einfach Schritt für Schritt weitergehe.